So, ihr habt letztens mit abstimmen dürfen und wir haben am Schluss dann das mit einbeziehen lassen. Sieger sind die beiden Schätze, und zwar die 5 und die 6. Wir haben es dann nochmal umgenannt, Fluffy Rose und Pure Nature. Wir wollten es erst Dreamy Rose nennen, aber mit Dreamy haben wir schon zu viel. Aber ich zeige euch jetzt mal, wie toll die sich verarbeiten lassen. Denn die sind nicht nur extrem widerstandsfähig, also die halten richtig viel aus, sondern das sind auch noch diese, was ganz viele sagen, No-File-Gele, ne? Was man eigentlich nicht feilen müsste, wenn man es richtig aufträgt. Ganz einfach geht es, das zeige ich euch jetzt mal, wenn ihr quasi auf dem Nagel eine Fließschicht anlegt, so wie ich es jetzt mache, und diese auch nicht aushärtet. Ihr seht, da deckt es schon gut, ne? Ihr könnt das also auch als reines Camouflage-Gel oder Make-up-Gel nehmen, das würde auch gehen. Ihr seht auch schon, wie toll es sich selber nivelliert. Es glättet sich selbst. Und dann legt ihr in der Mitte, das habe ich euch schon in YouTube-Videos tausendmal gezeigt, will es euch aber hier auf TikTok auch nochmal zeigen, einfach so eine kleine Wurst, nenne ich es gerne, ab. Und lasst die so ein bisschen zur Seite auslaufen. Ihr könnt da mit einem Pinsel nachhelfen, mit dem aus dem Fläschchen, aber auch zum Beispiel mit einem Nailart-Pinsel, das geht auch. Ich mache das meistens im einen, aber je nachdem, wie ihr jetzt geübt seid, könnt ihr das machen. Ihr seht das hier gerade. Ich gucke mir das jetzt hier an, packe das so schön hin und ihr seht jetzt schon, wie es sich geglättet hat. Jetzt packe ich es unter die Lampe und wegen der Kürze hier, den Härtevorgang zeige ich jetzt nicht mit. Aber hier ist das fertige Ergebnis. Jetzt ist hier noch die Schwittschicht drauf. Die mache ich mal fix ab. Denn dann zeige ich euch, wie toll das schon wäre, ohne dass man es befeilt. Das ist total toll. Es war jetzt auch nur 60 Sekunden unter der Lampe. Wenn ihr einen richtig genialen Glanz, ihr seht jetzt schon, es ist ein Glanz da, haben wollt, könnt ihr es auch länger drunter lassen. So, das gleiche machen wir jetzt nochmal mit dem Pure Nature. Das ist eine richtig tolle Nude-Farbe, die sehr natürlich angehaucht ist. Ah, das wollten wir haben. Sowas bringen wir wahrscheinlich für die Dream-Serie auch bald noch raus. So einen wirklichen Nude-Ton, der nur ganz minimal Rosé-Anteile hat, damit er nicht tot wirkt. Das ist ja immer das, was ein Gel schnell so, ja, man sagt immer, tot wirken lässt auf dem Nagel dann, ne? Das will ja keiner. So, jetzt machen wir hier das Gleiche. Es ist immer das Gleiche. Ich habe jetzt hier mal ein bisschen weniger genommen, damit ihr seht, dass das auch geht. Dann muss man sich nur noch ein bisschen mehr so zur Seite hin bewegen, damit ihr nachher überall eine schöne Abdeckung habt, gleichzeitig eine schöne Statik. Aber das ist wirklich, wirklich spielend einfach damit. Ihr seht ja schon, wie es sich selbst nivelliert, selbst jetzt, ne? Es ist ja kein Zeitraffer. Und guckt mal nach dem Aushärten. Hammer, oder? Das ist ja wohl richtig schön. Zum Vergleich jetzt nochmal das andere, damit ihr seht, manchmal sieht das dann so aus, war das andere nicht ähnlich farben? Nee, nee, das eine ist Nude und das andere ist ein ganz tolles Rosa. Beide Töne haben euch am besten gefallen, uns übrigens dann auch. Also wir haben hier intern noch abgestimmt, war das gleiche Ergebnis. Ja, kann man nicht mehr dazu sagen. Es ist einfach, einfach nur schön, ne? Also ich bin glücklich, dass es die beiden Farben geworden sind. Ich zeige euch jetzt auch noch mal, hier war sogar die Schwittschicht noch drauf, also da hat keiner gefeilt, da seht ihr das, ja. Ja, zum Schluss noch ein paar kurze Infos. Unsere Brush & Go Fiberglass Gele sind säure- und hemafrei, entwickeln keine Hitze im Gegensatz zu anderen Fiberglas Gelen und sind auch belastbarer als die meisten Fiberglas Gele. Und wem das jetzt gefällt, der bestellt, gibt ganz viele Farben im Shop.